und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich will hier mal das Trainer-Tipps. Ach echt? So, dann fighten wir mal gegen diesen Youngster. Gras hat coole Pokémon im Gras gefunden. Okay. Hoffentlich jetzt schickst du mir kein legendäres Pokémon entgegen. Oh. Okay, ein Stalunia tut's auch. Ist Stahl effektiv gegen Elektro? Ist Wasser gut gegen Stahl? Ich werde es herausfinden. Nehmen wir doch mal Detlef nach vorne. Den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Au. Natürlich senkst du gleich mal meine Genauigkeit. Natürlich trifft er nicht. Noch mehr, ja. Mach doch noch mehr. Boah. Muss ich gleich schon wieder auswechseln, Manu. Ich glaube, es ist eh nicht so gut. Oh nee, es ist gut. Okay, ich habe nichts gesagt. Boah. Muss echt gleich auswechseln. So, Detlef, ich glaube an dich. Okay. Härtne dich so viel du willst. Ich werde dich weiterhin physisch spezial angreifen. Speziell angreifen. Bitte, Detlef. Oh, danke. Du bist ein gutes Seepferdchen. Ich habe gerade ein bisschen die Luft angehalten. So. Und weg ist das Stolunior. Das muss ich auswechseln. Dann nehme ich mal T-Bone. Ja, ein Fritzeblitz. Ich mag Fritzeblitz. Und Voltenso mag ich auch. Nur Mega-Voltenso sieht irgendwie merkwürdig aus. Aber egal. Ja. Fritzeblitz, wie gesagt, ein schönes Pokémon. Und Timmy wurde besiegt. Sorry. Muss es sein. Ich wäre von einem Pokémon angesprungen. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ich hab's vergessen. Oh, schon wieder ein Palim. Ich habe keine Flasche Pommes für dich. Tut mir leid. Oh Gott, Brix. Ich wusste es. Detlef, so. Ich lass mal Basti vorne für die Erfahrungspunkte. Ich bin mir nicht mehr sicher, was er alles für Pokémon hat, deswegen. Tag, Brix. Hey, May, also da bist du also. Wie geht's dir? Hast du deine Pokémon gut aufgezogen? Ich werde das für dich überprüfen. Warum glaubst du mir nicht, wenn ich dich angucke und dir mit einem Blick sage, ja, das habe ich, du brauchst mich nicht herauszufordern. Lombrero. Lombrero ist Wasserpflanze. Ist normal effektiver. Oh, oh nein, oh nein. Scheiße. Ach gut. Na gut, mach nochmal Thunder Punch. Solange er nur Antikraft einsetzt, ist alles okay. Okay, Absorber. Und ein Thunder Punch müsste es tun. Ich bin sogar wirklich weit über seinem Level, zumindest mit meinen anderen Pokémon. Das gefällt mir. Jawohl, Level 16. Ach, Basti, ich mag dich. Marshtom. Das müsste sein Signature-Pokémon sein. Das müsste... ich habe den Namen vergessen. Hydropi, Sumpex, Morabel, genau. Oh Gott, welches Pokémon setze ich da am besten ein? Ach, ich nehme mal Jake. Basti hat einen guten Job gemacht, jetzt kommt Jake dran. Ja, Morabel, ich wusste, es müsste jetzt schon Wasserboden sein, dann müsste das eigentlich doppelt effektiv sein, oder? Also vierfach. Jupp, one hit. Tja, hast nicht damit gerechnet, dass ich ein Lorblatt dabei habe, ne? Ach ja, genau. Na, dann nehme ich doch mal Detlef. Detlef ist perfekt für ein Schneckmark. Ich frage mich allerdings, woher hat er jetzt schon Schneckmark? War der schon in Bad Lavastadt? Ich bezweifle es, ganz ehrlich. Er braucht doch dafür Zertrümmerer, oder hat er schon drei Orden?
Nein, bevor du mich jetzt einschläferst, werde ich dich noch besiegen. Los, Detlef. Danke. Danke, dass du triffst. Und yes, wir haben Brix besiegt. Zum dritten Mal inzwischen. Yes. Oder? Drittes Mal? Du bist ziemlich gut. Ja. Du bist schlecht. May, du hast trainiert, ohne dass ich das mitbekommen habe. Sehr gut, hier, nimm das. Der Itemradar, das Itemradar, jawohl. Das ist ein Itemradar. Benutze es, um unsichtbare Items zu finden. Wenn es irgendetwas aufspürt, gibt es einen Sound von sich. Jedenfalls bin ich weg, um nach neuen Pokémon zu suchen. Tschüss! Und er hat schon Rad, der Sack. Okay, cool. Wir haben Brix besiegt. Zum dritten Mal, schätze ich. Oh Gott, was haben die nochmal für Pokémon? Gute Frage. Ich nehme mal T-Bomb wieder vor. Und Basti. Man kann ja nie wissen. Und von was werde ich angesprungen? Wer wagt es, mich anzu... Okay. Hey, Basti, ein Kumpel von dir. Got away safely, yeah. Could I see your Pokémon? Oh Gott, nein. Nein, du darfst meine Pokémon nicht sehen, du bist creepy. Gitarrist Joseph und Lombrero und Dingstar. Okay, war die richtige Entscheidung, T-Bone vorzutun. Du machst Thunder Punch auf den, du machst Bone Club auf den. Und dann müsste es sich eigentlich von selbst erledigen. Ah, sehr schön. Und tschüss, Fritzelblitz. Eigentlich würde es ja Fritzelblitz heißen, weil es nicht TZ, sondern Z heißt. Hat. Voltoball. Voltoball, der Gegner aller Nuzlocke-Leute. Nuzlocke-Spieler. Und, genauso wie Elektroball und Smogon und Smogmog, weil die Finale können. Oder Tanzer, weil es Explosion kann. Und falls ihr das gerade gehört habt, das war mein Stuhl. Oh, Ladevorgang. Jetzt würde ich schnell besiegen. Ja, vielen Dank, T-Bone. Du hörst auf mich. Du magst mich, ich mag dich auch. Und Basti erreicht Level 17. Lightscreen, oh, super. Lichtschild, wow. Quick Attack und du machst mal Headbutt. Und ist es ein... Nein, nicht ganz. Jetzt setzt das Härtner ein, von mir aus. Mensch, Blanas, mach es uns doch nicht so schwer. Tschüssi! Ein Kollektor, okay. Du wolltest deine Sammlung vervollständigen? Ja, ich gebe dir aber meine Pokémon nicht. Vergiss es! Jetzt wollen die alle mit mir quatschen. Ein Beleber, den kann ich verkaufen, den brauche ich nämlich in dieser Nuzlocke nicht, beziehungsweise ich darf ihn nicht gebrauchen. Ich lasse Basti mal vorne. Nein, T-Bone lasse ich auch mal vorne. Der muss ja auch noch ein bisschen aufholen. Das sieht aus wie ein Psycho. Und eine Radfahrerin. Die ist vom Radweg gefallen. Oh mein Gott, wie kann man vom Radweg fallen? Ja, es ist ein Psycho. Die sehen ziemlich cool aus in dieser... in dieser... Generation, finde ich. So, es sind wieder Basti und T-Bone dran. Basti mit Thunder Punch und du mit Bone Club auf Magnetido. Da kann ich auch gleich mal testen, ob bei Magnetilo und Magneton der Bone Club auch so gut wirkt. Weil Magnetilo und Magneton sind ja Stahl-Elektro. Yep, es ist effektiv sehr schön. Das gefällt mir. Das ging schnell. Ich besiegte ja wie nix hier die Männchen.
Gut, keiner will mit mir quatschen. Das heißt, ich nehme jetzt das Elixier und bin out of here. Pokéball wusste ich doch, dass hier... Weil das sieht so verdächtig aus. Und will mich noch irgendein Pokémon anspringen? Nope. Ist sehr gut. Oh, da ist noch ein Angler. Den besiege ich noch. Sorry, ich wollte dich nur ins Wasser stoßen. Leider hat es nicht geklappt. Oh Gott. Vier Pokémon. Ich dachte schon viermal Carpador, aber nie. Na los, vier Thunder Punches hast du doch noch übrig. Yeah. Tschüss, Tentacha. Boah, 247. Weilmer? Die benutzen jetzt schon Weilmer? Okay, das hat eine ziemlich gute Verteidigung. Ich meine, es ist ein Wal. Ah, okay. Never mind. Ist ja super effektiv. Boah. Basti kriegt hier massenhaft Erfahrungspunkte. Noch ein Weilmer. Ja, okay. Show me your Weilmer. Because I can defeat them. Und tschüss, lieber Wal. Ich mag Wale. Schützt die Wale. Tentacha. Besonders seine Weilmars Weiterentwicklung ist echt geil. Weilord, wow, das ist ein Riesenvieh. 40 Meter lang. Oder 14. Auf jeden Fall ist es riesig. So. Ha. Ja, gegen meinen Electek, da kommt man nicht an. Ah, cool. Nana-Bären. Banana. So, das spule ich nochmal ein bisschen vor. Bla 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 bla. Hallo. Okay. Willkommen in Malvenfrost City. Oh, hier ist ein Item für mich. Es ist dieselbe Musik wie in Metarost, was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, aber hey, was hast du so? Ja, das weiß ich. The Bright and Shiny City of Fun. Ja, weil hier ist nämlich die Spielhalle. Ich liebe die Musik da. Ah ne, das ist die falsche. Menno. Was ist denn da oben los? Ist das nicht Heiko? Der da vor der Arena ist? Nein, Walzer, nein. Okay, dann gehe ich mal jetzt ins Poké-Center. Ah, da oben, stimmt, da ist immer dieser komische Typ. He says weird things, he's funny weird way. Bla. Ich werde diesen Typen gleich mal ansprechen, weil jedes Mal, wenn ich ein Pokémon Saphir Smaragd spiele, ist der Typ anders. Deswegen. I'm giddy. I've assembled a story for you. Would you like to hear my story? Yes. Bagan is so adorable. Desirable. It's about that, I think. We should chat again. Ach, das ist der Geschichtenerzähler. Ja, keine Ahnung, was der immer will. Okay. Hier ist der Fahrradladen anscheinend. Gib mir ein Poké-Radler. Nun, wen haben wir denn hier? Ein energetischer Kunde. Mich? Du kannst mich Radler nennen. Ich bin der Besitzer. Deine Turbotreter. Die sind ziemlich dreckig. Woher kommst du? Du kommst also den ganzen Weg von Wurzelheim? Oh mein Gott, das ist ja wirklich richtig weit weg. Wenn du eines von meinen Rädern hättest, dann könntest du überall leicht hinkommen und den Wind in deinen Haaren spüren. Ich sag dir was. Ich schenke dir ein Rad. Oh, warte mal. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass es zwei Arten von Rädern gibt. Das Eilrad und das Kunstrad. Cyclists, ja, bla bla. Ich nehme das Kunstrad. Das Kunstrad ist nämlich echt witzig. Kann man hüpfen, Wheelies machen und so weiter. Genau, man kann jederzeit die Räder tauschen. Das ist ganz cool.
Und jetzt zeige ich es euch nochmal, bevor ich das Video hier beende. So. Hui. Oh, was willst du? Bla, 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 bla. So, ich würde sagen, Leute, ich werde beim nächsten Mal die Stadt noch ein bisschen weiter erkunden, in die Häuser reingehen und mal gucken, was Heiko da vor der Arena macht. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Also, bis dann. Ciao.